trust I seek, and I find in you. Open mind for a different view. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Leute, ich habe richtig geile Neuigkeiten für euch, und zwar steht ja das neue DLC, das Sommer-DLC für GTA 5 Online vor der Tür, und Rockstar Games hat, die haben ihre Newswire aktualisiert, und da steht echt was Krasses drin, womit ich persönlich und ich denke ihr auch nicht gerechnet habt. Und zwar hat Rockstar Games das neue DLC angekündigt. Sie haben zwar noch nicht direkt gesagt, was es ist, aber sie haben Einzelheiten zu dem DLC bekannt gegeben, was kommen wird. Und ich werde euch das gleich nochmal einblenden. Und ja, wie gesagt, wenn ihr den Newswire noch nicht gesehen habt von Rockstar Games, dann solltet ihr das nachher mal tun. Ich werde ihn hier auf jeden Fall nochmal zeigen und werde euch was wirklich, wirklich Spannendes und Geiles zeigen, womit, wie gesagt, ich noch jemand anders, glaube ich, gerechnet hat, dass wir so einen DLC kriegen. Auf jeden Fall kündigt Rockstar Games an, dass es das bislang größte DLC in GTA 5 Online sein wird. Also es gab ja schon viele DLCs, die richtig groß waren, aber Rockstar Games bestätigt mit diesem Post, dass es das bislang größte GTA 5 Online DLC aller Zeiten werden wird. Und wenn Rockstar Games das schon sagt, Leute, dann muss da was richtig Geiles bei rumkommen. Und wenn ich mal ehrlich bin, ne, ich will nicht wissen, wie groß dieses DLC wird. Also jetzt zum Beispiel zumindest an der Gigabyte-Zahl. Egal, ich spanne euch nicht mal länger auf die Folter jetzt. Und zwar werde ich euch jetzt mal zeigen, was Rockstar Games hier Schönes reingeschrieben hat. Hier seht ihr auf jeden Fall den Newswire. Den könnt ihr euch mal komplett durchlesen, wenn ihr wollt. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ich lese euch mal das vor, was für euch und für mich auf jeden Fall interessant ist. Und zwar schreibt Rockstar Games hier in diesem Stück auf jeden Fall: Später in diesem Jahr können sich Spieler auf weitere große Updates für beide Spiele freuen. Darunter spannende neue Erweiterungen einer bestehenden Rolle in Red Dead Online sowie das bislang größte Update für GTA Online, in dem ihr neue Raubüberfälle an einem komplett neuen Schauplatz spielen könnt. So Leute, vielleicht ist es demjenigen sofort aufgefallen, Rockstar Games schreibt an einem komplett neuen Schauplatz. Was mir jetzt sofort in den Sinn kommt eigentlich, wenn Rockstar Games schreibt neuer Schauplatz, ist das erste, was mir in den Sinn kommt und eigentlich auch das, ja, das Logische an der ganzen Geschichte ist, eine Map-Erweiterung. Ich meine, eine Map-Erweiterung, das ist das Nonplusultra, was sich GTA 5 Online-Spieler seit Jahren wünschen. Und wenn die schon schreiben an einem komplett neuen Schauplatz, dann kann es nur eine Map-Erweiterung sein. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage aller Fragen, und zwar bekommen wir ja neue Raubüberfälle. Und zwar schreibt Rockstar Games hier auf jeden Fall Raubüberfälle an einem komplett neuen Schauplatz spielen können. Man könnte sich jetzt natürlich auch dazu denken, dass wir diesen neuen Schauplatz, also diese Map-Erweiterung, nur in den Raubüberfällen spielen können. Ich meine, das wäre schon ziemlich bitter und abgefuckt, wenn ich das jetzt einfach mal so grob sagen darf, wenn wir tatsächlich für diesen Raubüberfall eine neue Map kriegen oder beziehungsweise eine Map-Erweiterung und wir können die nur in diesen Raubüberfällen spielen oder betreten. Das wäre schon ziemlich, ziemlich mies und ziemlich uncool von Rockstar Games, wenn die das so machen würden. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube daran nicht. Ich meine, wenn Rockstar Games schon eine Dings raushaut, eine Map-Erweiterung, wo wir Missionen machen können, wie zum Beispiel hier neue Raubüberfälle, dann gehe ich auch mal stark davon aus, und das wäre auch im Sinne der Vernunft von Rockstar Games und im Sinne aller GTA 5 Online-Spieler, dass wir dieses DLC bzw. diese Map-Erweiterung auch im freien Modus, ja, spielen können oder besuchen können. Das wäre auf jeden Fall ein riesen, riesen Highlight. Ja, meine Freunde, was denkt ihr dazu? Weil, wie gesagt, Rockstar Games schreibt komplett neuer Schauplatz und
Leute, ich kann einfach, mir fällt einfach nichts anderes ein. Das kann einfach nur eine Map-Erweiterung sein. Was anderes fällt mir nicht ein. Wenn ihr da irgendwie anderer Meinung seid, dass das vielleicht keine Map-Erweiterung ist oder ihr da vielleicht irgendeine andere Idee haben könntet, was Rockstar Games mit neuen Schauplatz meint, also sie schreiben ja komplett neuen Schauplatz, also ein Ort, den wir in GTA 5 nicht kennen. Und ich meine, wir kennen schon alles in GTA 5 Online. Deswegen beziehe ich mich jetzt einfach mal richtig krass fett auf eine Map-Erweiterung. Aber was würdet ihr darunter verstehen? Map-Erweiterung oder versteht ihr darunter irgendetwas anderes? Lasst mich das auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Aber nichtsdestotrotz, sollte es wirklich eine Map-Erweiterung geben mit neuen Raubüberfällen, ist es ja so, dass Rockstar Games ja nicht nur ein paar Teile raushaut. Wenn Rockstar Games schreibt, das wird das größte GTA 5 Online DLC aller Zeiten, dann kommen ja auch, wie gesagt, in dem Beispiel jetzt zum Beispiel eine neue Map-Erweiterung, eine neue Raubüberfälle, neue Autos, neue Klamotten, all sowas kommt ja neu dazu. Und wenn ich mal ehrlich bin, will ich nicht wissen, wie groß dieses Update wird. Also wie viel Gigabyte dieses Update haben wird. Für diejenigen, die auf der PS4 spielen mit einer 500 oder 1 Terabyte Festplatte, die sind so ziemlich in den... Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das wäre schon ziemlich bitter, weil ich meine, GTA 5 an sich ist schon groß genug von der Dateizahl her. Ich glaube, auf dem PC sind es 89 GB oder 79 GB, wenn ich mich nicht täusche. Ja gut, okay, auf dem PC habe ich jetzt keine Probleme damit, aber ich glaube, die Konsolen könnten ein bisschen Schwierigkeiten damit kriegen, wenn dieses DLC wirklich von der Gigabyte-Zahl her richtig groß wird. Aber nun ja, ganz ehrlich, Freunde, ganz ehrlich, scheiß was drauf. Wenn ich auf der Konsole spiele, ey, dann lösche ich alles nur, um dieses DLC runterladen zu können. Und auf dem PC habe ich ja sowieso Platz ohne Ende, also von daher ist es ja egal. So, meine Freunde, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dieser Aussage von Rockstar Games? Ich, wie gesagt, würde so eine Map-Erweiterung brutal feiern. Aber schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu meinem Instagram-Account. Und dort findet ihr auch den Link von Rockstar Games Newswire, wenn ihr das mal komplett lesen wollt. Ansonsten, Leute, tut mir bitte einen Gefallen. Lasst dem ganzen Video einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden. Und sagt mir, was die davon halten, oder die sollen mir schreiben, was sie davon halten, oder so weiter und so fort. Können sie ja machen, wie sie wollen. Ja, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert diesen Kanal für weitere Informationen. Lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video und alle weiteren Links findet ihr in der Videobeschreibung. Damit bin ich erstmal raus, meine lieben Freunde. Und ich sag noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.